heißt, ein göttlicher Kern, ein göttlicher Teil ist in dir drin. Okay. Und wenn du ein Teil dieses Ganzen bist, ein Teil von Gott bist, dann heißt das ja auch, dass du dich ermächtigen darfst und ermächtigt bist, auch ja, zu segnen. Hallo ihr Lieben, ich grüße euch ganz herzlich, wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. Und sorry für die Verspätung. Wir hatten eine Anreise heute Morgen hier an den Brusthalsee und haben uns ein bisschen verschätzt von der Zeit her. Schade, dass so schlechtes Wetter ist. Ich zeige euch mal den wunderschönen Ausblick hier, den wir haben. Bei Sonnenschein natürlich noch schöner. Aber heute Morgen haben wir die Sonne im Herzen. Ja, wir sind hier in der Seezeit Lodge. Da freuen wir uns schon lange drauf, haben hier den ganzen Tag heute Wellness gebucht. Waldgeflüster nennt sich das hier. Und ja, wir wollten das schon. Wir haben diese Seezeit Lodge hier entdeckt, so Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres. Ich weiß gar nicht mehr genau. Wollten dann mal hier hin. So einfach so. Und ja, die sind hier so gefragt und gebucht. Da muss man sich lange vorher anmelden. Und ja, ich glaube, vor 2 Monaten habe ich das hier schon gebucht. Und deshalb war die Vorfreude einfach groß, bis wir dann endlich hierher konnten. Genau, also. Ja, die ersten Zuschauer sind da. Einen wunderschönen guten Morgen. Wer dabei ist, sehe ich jetzt noch nicht. Aber ich sehe, dass welche live dabei sind. Okay. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Wie war mein Liedchen nochmal? Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Sonnenschein. Dieser Tag ist voller Freude. Und du darfst auch glücklich sein. Heute haben wir Tag 9, wenn ich richtig gezählt habe. Heute haben wir den 9. Mai, genau. Und heute möchte ich mit dir mal über ein Thema sprechen, das dir bestimmt bekannt ist, aber so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, was aber sehr, sehr gut tut, was die Seele freut. Und zwar das Thema Segnen. Das war früher so selbstverständlich, Dinge zu segnen, Menschen zu segnen. Ich kenne das noch so aus meiner Kindheit. Meine Mutter hat immer, bevor sie ein Brot angeschnitten hat, hat sie ein Kreuz drauf gemacht, also das Brot gesegnet. Wie bewusst ihr dieses Ritual war, das weiß ich natürlich nicht. Kann sie auch leider jetzt so nicht mehr fragen. Ich nehme an, es war einfach so ein Ritual, was sie so übernommen hat aus ihrer Kinderstube. Und dieses Thema Segnen, das ist arg in Vergessenheit geraten, tut aber letzten Endes unserer Seele, unserem Herzen sehr, sehr gut, bereitet unserer Seele Freude und bringt dich so deinem Herzen und deiner Seele weiter. Und deshalb möchte ich das Thema Segnen jetzt hier mal aufgreifen, weil es einfach so in Vergessenheit geraten ist und so ein ganz, ganz mächtiges Ritual eigentlich ist. Als ich vor vielen Jahren mal auf das Thema Segnen so bewusst aufmerksam wurde und das so ein bisschen verbreitet hatte, hat mir auch mal eine zurückgeschrieben, ich weiß gar nicht, ob ich mir erlauben kann, andere Dinge zu segnen. Dürfen das nicht nur Priester oder ja, Menschen, die dazu wirklich befugt sind? Und falls dir sowas auch durch den Kopf geht, dann möchte ich dir dazu sagen, dass du dich dazu ermächtigen darfst, dass du das darfst. Denn, schau mal, es ist alles ein großes Ganzes. Und jeder, ausnahmslos jeder, du, ich, sind ein Teil dieses großen Ganzen, dieser großen Schöpfung, dieser großen Weltenseele, so könnte man es auch ausdrücken. Und wenn man das große Ganze jetzt hier mal als Gott bezeichnet, dann bist du ja auch ein Teil dieser Schöpfung und ein Teil Gottes. Das heißt, ein göttlicher Kern, ein göttlicher Teil ist in dir drin. Okay? Und wenn du ein Teil dieses Ganzen bist, ein Teil von Gott bist, dann heißt das ja auch, dass du dich ermächtigen darfst und ermächtigt bist, auch ja, zu segnen. Und deshalb brauchst du, ich muss mich gerade hier ein bisschen orientieren, deshalb brauchst du
Oder darfst du diesen Gedanken, darf ich das, kann ich das, darf ich mich dazu ermächtigen? Liebe Evelyn, wunderschönen guten Morgen. Kannst du mal ganz rasch beiseite schieben und dich dazu ermächtigen, dir zu erlauben, segnen zu dürfen? Okay? Und das würde ich jetzt gerne auch mal gemeinsam mit dir machen. Segnen. Und da würde ich dich jetzt mal dazu einladen, mal deine Augen zu schließen, deine Hand aufs Herz zu legen und mal einige Male tief ein- und auszuatmen. Ich lasse jetzt hier mal die Augen auf, damit ich sehe, dass ich auch im Bild bin und nicht hier irgendwie den Boden dir zeige. Aber schließ du gerne mal die Augen. Nimm einen tiefen Atemzug. Lass dich mit dem Ausatmen in deinen Körper sinken. Hand liegt auf deinem Herzen, auf deinem Herzchakra. Und dann nimmst du so mal Kontakt zu deinem Herzen auf. Nimm mal Kontakt zu deinem Herzen auf. Atme. Kannst dir gerne auch vorstellen, wie dein Atemstrom über dein Herzchakra jetzt ein- und ausströmt. Und dann lade ich dich einmal zu dieser tiefen, bedingungslosen Liebe, die auch in dir drin ist, Kontakt aufzunehmen. Nimm diese tiefe, bedingungslose Liebe mal wahr. Ganz so, wie es jetzt für dich sich zeigt, wie es für dich jetzt passend ist, ohne Stress, ohne Druck, ohne Zwang. Einfach mal diese Liebe wahr, die in dir ist. Und dann lade ich dich ein, mal diese Liebe, die tief in dir verborgen ist, aus deinem Herzen, aus ganzem Herzen ausströmen zu lassen, weiterströmen zu lassen, mit segensreichen Energien. Erlaube dir jetzt, diese tiefe Liebe, die in dir ist, mal ausströmen zu lassen mit segensreichen Energien und beginn so mal zu segnen. Mach's dir ganz einfach, stell dir jetzt einfach vor, du kannst jetzt alles segnen. Lass jetzt diese Energien mal ausströmen, segne mal diesen neuen Tag, der dir heute geschenkt wurde. Segne mal das Essen, die Mahlzeiten, die du heute zu dir nehmen kannst und darfst. Segne mal all die Menschen, die dir am Herzen liegen, in deinem näheren Umfeld, in deinem weiteren Umfeld. Segne mal die Stadt oder das Dorf, in der du lebst. Stell dir vor, du kannst deinen Segen jetzt weiterfließen lassen. Weiterfließen lassen, 10 Kilometer weit, 100 Kilometer weit, 1000 Kilometer weit. Lass deinen Segen weiterfließen. 10.000 Kilometer weit. Einfach vorstellen. Einfach in deiner Vorstellung diese liebevollen Segenszeichen. Herausströmen, jetzt weiterfließen lassen, unendlich weit. Und dann lade ich dich auch ein zu segnen, die Pflanzen, die Tiere, alles was ist. Schick mal ganz liebevolle, segensreiche Energien an alles was ist. An Mutter Erde, segne Mutter Erde, segne die Welt, segne auf der ganzen Welt alles, was ist. Und jetzt erlaube dir auch, dich selbst zu segnen. Sei gesegnet, fühl dich gesegnet und spür mal, was das mit dir macht. Hör mal, was das mit dir macht, wie gut das tut. Fühl dich gesegnet und segne.
Dich lade ich dazu ein, heute, wenn du unterwegs bist, egal wo du unterwegs bist und was du machst oder auch wenn du den ganzen Tag zu Hause bist, richte dich mental mal darauf ein, dass du heute mit segenreichen Blicken alles, was ist, anschaust, die Menschen, die dir begegnen, einfach in Gedanken sagen, ich segne dich, die Pflanzen auch in deiner Wohnung, ich segne dich, wenn dir Tiere begegnen, wenn du die Vögel draußen zwitschern hörst, was auch immer, ich segne dich, schick diese Gedanken mal heute raus, ständig, erlaube dir heute alles, was dir begegnet, zu segnen und spür mal, wie gut das tut. Und schreib es mir gerne mal in die Kommentare rein. Ich gehe jetzt so langsam mal hier rein, weil hier wird es jetzt doch arg ungemütlich und kalt. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Ich werde im Laufe des Tages auch in die Kommentare reinschauen und werde dir da gerne auch antworten. Okay? Also, meine Liebe, wir lassen uns jetzt hier gut gehen, gell? Jetzt gibt es erst ein leckeres Frühstück, entgegen der sonstigen Gewohnheiten, so früh schon zu frühstücken, aber Ausnahmen bestätigen die Regel. Waldgeflüster ist hier ganz ruhig, genau. Mal noch einen kleinen Schwenk hier auf unsere wunderschöne Auszeit heute hier. Alles Liebe, bis dann.